Ja, vielen Dank für die Gratulation. Natürlich bin ich zufrieden mit einem 2:1-Sieg in Unterhaching. Ist ja eigentlich ein Derby. Ist man immer zufrieden, nachdem man in der Meisterschaft auch ein hochklassiges Spiel gesehen hat, das 2:2 ausgegangen ist, haben wir hier im Pokal 2:1 gewonnen und eine Runde weiter. Das war unser Ziel, eigentlich in der Defensive kompakt zu stehen und dann eventuell auf Konter zu spielen, und ist heute eben mit den zwei Toren aufgegangen. Sicherlich Unterhaching hätte am Schluss noch das 2:2 machen können, aber vielleicht hatte man das Quäntchen Glück, das Spiel dann rüber zu biegen. Bei so einem Pokalspiel kann man sich Selbstvertrauen holen, und die nächste Phase ist eine Gruppenphase, wo man ja dann gegen Bundesliga-Vereine spielt, und ich glaube, das Selbstvertrauen jetzt kurz vor der Winterpause ist natürlich sehr gut jetzt, und man kann auch beruhigt jetzt in die Pause gehen und im Januar dann wieder frisch und munter angreifen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.